Was zum Geier? Hey Sascha. Yes? Kennst du das, wenn du deine Tür aufmachst und denkst dir erstmal nur so, ach du Scheiße. Schaut euch das mal an, Leute. Das sind fast 2000 Schusslöcher. Das ist eine 2 und 3 Nullen dahinter. Das gab's noch nie. Und das wird die reinste Zerstörung. Ja, was gibt's da noch zu sagen? Wenn ihr irgendwann mal hier langfahren solltet, durch Kelkheim, und ihr wollt auch schon mal vorbeifahren, gebt ins Navi ein, und das Navi sagt, gibt's nicht mehr, dann wundert euch nicht. Dann waren's wir. Wir haben den Platz weggepumpt. Wir werden jetzt erstmal viel Arbeit haben, das Ganze zu verpacken, weil wir tun das ganze Zeug. Wie kann man das am besten transportieren? Ganz einfach, mit dem Schubkarren. Ja, ganz einfach. Und das zeigen wir euch gleich. Bis gleich. Anhand meines Atems, der schwer ist, hat mir ganz genau, dass wir mit einer Schubkarre jetzt einen Berg hochfahren müssen und das einigermaßen anstrengend ist. Aber das schaffen wir. Servus Leute, es ist der 31.12.2017. Was heißt das für die Eistee-Freaks? Wir feiern mit euch das alte Jahr und begrüßen ganz herzlich das Jahr 2016. Wir haben hier auf unserem Hausberg in Kelkheim, hier sind wir zum dritten Mal in Folge, es ist keine Arena mehr, es ist ein Arsenal geworden. Wir haben insgesamt 2000 Schuss. Das heißt, wir knallen bis um 5 Uhr morgens wahrscheinlich. Servus Jungs! Das Jahr 2015 neigt schon am Ende. Wir begrüßen das Jahr 2016 mit unserem Arsenal. Und das ist viel. Ihr habt es gesehen. Die ganze Schubkarre, die mussten hier diesen verfickten Berg hochlaufen, tragen. Das war echt nicht einfach. Wie sieht's aus? Keine Ahnung. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016. Bleibt gesund und alle eure Wünsche mögen in Erfüllung gehen. Bleibt vor allem Freaks, seid uns, bleibt uns treu. Ich würde mal sagen, ein gesundes neues Jahr. Prost! Thank you.
Das ist das Armageddon 2016. Live mit den Eisbären. Die machen, ist total gefährlich, denn die lassen die Raketen einfach auf dem Boden explodieren, wie sie wollen. Die fliegen nach links, rechts, ohne sich umzugucken. Man sollte ein bisschen Hirn haben. Denk mal drüber nach.
kleine Show? Habt ihr schon genug? Wir noch lange nicht. Wir machen gleich weiter mit dem Haupt. Verstand. Dreck auch macht, muss man auch am Ende wieder sauber machen. Also bitte ich euch, wer auch immer knallt, ihr wisst es selbst, tut auf eine Seite legen. Ja? Wo ihr euch nicht sicher seid, tretet einfach mal dagegen. Weil es kann überall noch ein Blindgänger drin sein. Tretet dagegen und dann wisst ihr es, ob geht. Meine Stimme versagt zu langsam, deswegen packe ich.
gerade eben. Bei dem Großen. Gerade eben. Alles gut. Alter, das ist... Nein, nein, nein. Das ist Krieg. Kann man mal machen. Ich hab gedacht, ja, süß, kann man mal machen. Putzig, gell? Total. Wir sind's noch, wir sind noch lange nicht fertig. So soll's aussehen, wenn man mit dem Größten fertig ist, aufräumen und an die Seite legen, damit's am, ich glaube, am ersten oder zweiten, nee, am zweiten die Müllabfuhr abholen kann, dann müssen sie nicht mehr laufen. Man muss einfach ein bisschen mit dran denken. So, wir gehen jetzt an das Finale. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Wir haben das Finale eingeläutet. Wir haben euch eben gerade gezeigt, wie man sauber macht. Alles gut. Eben gerade hat man noch was Schönes gehabt. Die Gruppe, über die ich mich vorhin aufgeregt habe, kam eben zu uns und hat schon entschuldigt und hat gesagt, das war nicht so, ob die Autos uns gehören, weil die zwei Autos stehen. Nein, dafür entschuldige ich mich, dass ich vorhin sowas gesagt habe. Ich finde aber, es muss gesagt werden, denn die Leute sollen einfach mit dem Kopf arbeiten. Weil einfach die Böller von irgendwo nach hinten zu schießen, es ist sehr lebensgefährlich. Leute, wenn da was passiert, das kann ernsthaft ins Auge gehen, das kann sehr, sehr teuer werden. Sie kamen auf uns zu, haben sich entschuldigt und das Beste ist, sie haben uns gefragt, ob das Video auf YouTube gestellt wird. Die haben gesagt, natürlich, bei den Eistee-Freaks. Und ich hoffe, ihr schaut euch das an. Wenn ja, schaut unsere Videos, liked uns. Wir wären echt froh über jeden Daumen hoch, über jeden Abonnenten sind wir echt froh. Wir wünschen euch noch viel Spaß bei den letzten 5 Sachen, die wir jetzt haben. Willkommen im Jahr 2016 mit den Eistee-Freaks.
Okay, es war nicht so gut. Ja komm, hallo. Gesundes neues Jahr! So Leute, das war das Finale. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie wir. Es war ein Silvester der Ausmaße. Wir bekommen da hinten Jubel. Nackte Brüste fehlen uns leider. Aber das passiert vielleicht nächstes Jahr. Wir haben Ekstase gesehen. Die Leute hat es gefreut. Uns hat es gefreut. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, macht 2 Daumen hoch und die dicken Zehen macht ihr auch noch hoch. Ja, das wäre extrem geil. Ich verabschiede mich jetzt, denn der Dean hat euch auch noch was zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mann. Servus, Jungs. Auch nochmal von mir ein wunderschönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht in das neue Jahr 2016. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Abonniert uns, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wanderung machen wir ja auch, auf jeden Fall zu empfehlen. Kommentare. Wir lieben Kommentare. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wir sehen uns im nächsten Jahr. Tschüss, Mann!
Ich habe keine Ahnung, was ich mache. 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 Ich habe keine Ahnung, was ich m